Ja, so, erstmal herzlich willkommen und wie angekündigt, heute mal eine Wasseranalyse an einem Teich im Winter. Ich habe es im vorangegangenen Blog erzählt. Wir haben hier 10 Grad Wassertemperatur. Jetzt im Augenblick sind es nur 8,1 Grad. Wir hatten minus 6, minus 7 Grad kalte Nächte, zwei hintereinander. Der Teich ist unbeheizt, nur abgedeckt, sensationell. Und ist ansonsten bislang mit 10 Grad im Winter gegangen. Gefüttert wird 500 Gramm am Tag auf 60.000 Liter. Ist das mal, oh, jetzt wird hinten wieder der Kopf geschüttelt, wie viel sind 80.000 Liter. Das sind auf 80.000 Liter, ist das nicht wenig. Ich kenne viele Teiche mit 80.000 Liter, da wird 500, 600, 700 Gramm gerade mal im Sommer gefüttert. Und es heißt ja, im Winter sind die Filterbakterien nicht ganz so aktiv. Und darum hat es mich jetzt auch tatsächlich interessiert, wie ist der Nitritwert. Und ich muss sagen, er ist bei null. Also wirklich nichts, da färbt sich überhaupt gar nichts ein. Also das ist sensationell. Und von dieser Seite aus gibt es überhaupt nichts zu sagen. Was auch wieder ein Problem war, bei mir zeigt es die Wassertemperatur mit 8,1 an. An seinem eigenen Gerät, wie er misst, ist es knapp 9. Also wir haben hier auch 0,8, 0,9 haben wir hier Differenz. Das sage ich mal, 1 Grad geht noch, aber wir haben ja schon öfters darauf hingewiesen, die Temperaturmessung ist eine der ungenauesten oder gehört auch zu den sehr ungenauen. Und da sollte man wirklich sicher gehen, dass das, was man misst, auch tatsächlich stimmt. Im Zweifel sollte man mit mehreren Messgeräten arbeiten und auch immer wieder kontrollieren, wie auch immer, ob das auch tatsächlich ist. Und vor allem bei jeder Messung ist das Plausibilisieren auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach immer wieder hinterfragt, kann das, was ich eigentlich gerade messe, sein oder kann es nicht sein? Gerade im Winter, Koi sind wechselwarme Tiere, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt. Da kann natürlich ein falsches Management, gerade was Fütterung angeht, im Winter katastrophal sein. So, dann habe ich nach dem Wasserwechsel gefragt. Dann hat er gesagt, er hat einen permanenten Zulauf und hat 5% nochmal Zusätze in der Woche. Wenn wir jetzt sagen, gut, der permanente Zulauf, hat er gesagt, ist 1%, also ca. 800 Liter am Tag, 800 Liter bis ein Kubikmeter. Und die 5% nochmal on top, dann wären wir bei 12%, das ist sensationell. Dann hat er gesagt, ja, aber den permanenten Zulauf hat er jetzt nur, um zu verhindern, dass seine Leitung eingefriert. Ist natürlich auch eine clevere Geschichte und die Koi freuen sich darüber. Und ich weiß nicht, ob der Blog mit Sandra Lechleiter mit dem Säuresturz im Winter schon ausgestrahlt wurde oder nicht, aber das ist eine der größten Gefahren im Winter, dass ich irgendwann mal keine Carbonate mehr im Wasser habe. Und bei den meisten Teichen kommen die Carbonate ausschließlich übers Frischwasser hinzu, wenn das Leitungswasser ausreichend Carbonate hat. Und wenn die irgendwann mal aufgezehrt sind, dann fällt der pH-Wert ins Bodenlose. Genau das ist hier nicht passiert. Ich habe die Carbonathärte vom Ausgangswasser gemessen. Die ist bei 7 und im Teich ist sie bei 4. Aber wir müssen sagen, bei 500 Gramm Futter am Tag, 12% Wasserwechsel, haben wir immer noch eine Spreizung von Carbonathärte 3. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt im Sommer auch nur mit diesem geringen, in Anführungszeichen geringen Wasserwechsel bei dem Teich fahren würde und dann nachher 2 Kilogramm am Tag füttern würde, dann laufe ich natürlich irgendwann wirklich Gefahr, dass die Carbonate komplett aufgezehrt sind und dann würde der pH-Wert ins Bodenlose fallen. Hier haben wir jetzt einen pH-Wert von 7,97, also sagen wir 8. Ich habe ihn gefragt, ob er gemessen hat, dann hat er gesagt, ja, mit Tröpfchentest, er ist immer bei 7 rausgekommen, aber er hat gesagt, Marc ist auch öfters mal hier und er sagt immer, wenn er mit Tröpfchentest analysiert und wir mit unserem teuren und sehr guten WTW-Gerät kommen, der Unterschied ist immer 0,8, 0,9, also das im Winter auch und das sehen wir auch, auf die Tröpfchentests kann man sich einfach nicht verlassen. Und es ist immer noch gut oder immer noch besser, wenn die Tröpfchentests einen niedrigeren Wert anzeigen, als er tatsächlich ist, weil die Gefahr, was der pH-Wert angeht, zumindest die Gefahr, was Todesfälle angeht und richtig große Probleme, ist immer das Umgedrehte, dass also der Wert, der tatsächlich ist, niedriger als das Gemessene. Also auch von der Seite sind wir gut aufgestellt. Dann, was gibt es noch? Sauerstoff ist bei 11,57. Würde sich jeder im Sommer freuen, wenn er tagsüber 11,57 hat, können die Koi wirklich perfekt das Futter verbrennen. Aber das ist hier jetzt natürlich nicht dem Sauerstoffeintrag geschuldet, sondern am Ende der Wassertemperatur. Kaltes Wasser kann sehr viel mehr Sauerstoff aufnehmen, Sauerstoff speichern, als warmes Wasser das kann. Und von der Seite war ohnehin nicht zu erwarten, dass da irgendwas passiert. Dennoch kann ich jedem nur empfehlen, wer einen Teich auch kalt überwintert, man muss schauen, dass man eine redundante Belüftung hat, also zwei Belüfterpumpen. Man hat natürlich ist von der Luftkontaktschicht zum atmosphärischen Sauerstoff, ist man zwar nicht hermetisch abgetrennt, aber man hat schon die Kontaktschicht blockiert. Und wir haben ja den einen Block, fast alle Koi tot. Und da ist am Ende genau das passiert, dass die Belüftung ausgefallen ist, die normale Pumpe ist weitergelaufen und am Ende nach einigen Tagen, die Leute waren damals im Urlaub, waren dann wirklich alle Koi bis auf 2, 3, die es aus welchen Gründen auch immer gepackt haben,
waren hinüber und das ist traurig und das sollte so nicht der Fall sein. So, was empfehle ich für den Teich, was das Frühjahr angeht? Jetzt vielleicht bis Mitte März noch nicht zu heizen und dann irgendwann, wenn die Temperaturen aufgrund der Abdeckung anfangen zu steigen, ab 12 Grad würde ich mal Gas geben, würde dann auf 16, 17 Grad aufheizen und würde den Teich so lange abgedeckt halten, bis ich mit der Wärmepumpe, die ist dann ja auch viel effektiver im Frühjahr, bis ich die Temperatur halten kann, dann würde ich die Abdeckung runter machen und dann schauen, bis es ohne Luftwärmepumpe in dem Temperaturbereich geht und dann langsam mit der Natur, mit der natürlichen Wärme den Teich in den Sommer rüberbringen. So, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir schauen nochmal ganz kurz rein, wobei gerade sind nicht wirklich viele Koi vor Ort. Die sind noch im Winterschlaf. Der Winterschlaf ist natürlich Quatsch, in der Winterruhe. Hier sehen wir sie. Alles gelb und ein Kutschaku. Aber da haben wir im letzten Block schon reingeschaut. Komfortabel ist natürlich hier innen die Sichtluke. Schön neben dem Feuerplatz. Und da kann man dann schön mit warmen Füßen und einem knallheißen Gesicht kann man seine Koi begutachten. Aber so wie sich die Koi verhalten, wie sie schwimmen, das ist alles sehr gut. Und da gehe ich nicht davon aus, dass es im Frühjahr irgendwelche Probleme mit Energiemangel oder sonstigen Geschichten gibt. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und jetzt gehen wir an den zweiten Teich da hinten. Und der wurde warm überwintert, weil dort einige Zweijährige und Jumbo-Tosai über den Winter großgezogen wurden. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Und danke für Ihr Interesse.